Hallo und herzlich willkommen bei unserer kleinen Runde für den Sega Mega Drive, beziehungsweise wie heißt das Ding, was ich habe hier? Muss ich mal schnell nochmal gucken. Sega Mega Drive Flashback. Ja. Flashback. Und zack. Und wenn Flashback. Ha. Haben wir, was ich habe. Flashback. So, leider ohne Handbuch. Sehr schade. Sehr schade. So. Rein mit dir. Zack. Und Gerät einschalten. Ha. Und dann schauen wir mal. Flashback. Mal schauen. Karte wird ausgelesen. Wir starten dann auch direkt mit der Karte hier. Flashback. Sega. Delfin Software. International. Entschuldigung, sehr englisch. US Gold. Präsent. Moment, ich höre nichts. Okay. Das war ja damals so eine Revolution der Programmierung, ne? Mit diesen 3D und so. Was geht das denn eigentlich? Was ist das? Habe ich jetzt die deutsche Fassung? Oh, das ist so klein gedruckt. Das kann ich nicht lesen. Viel zu klein. Das kann kein Mensch lesen. So, Passwort, irgendeine Option, was kann man da einstellen? Kann man da die Sprache einstellen? Language, aha. Französisch, Englisch, es gibt nur Französisch und Englisch. Kein Deutsch, rassistisch das Ding. Level normal easy, ich bin dupe, ich mache mal. Alles klar, also drei. Hätte tatsächlich der alte Controller gereicht, sehe ich gerade. Und Inventur. Inventur, was. Inventory. Ich weiß nicht, welche Taste damit gemeint ist. Wäre die Starttaste der Regel, oder? Musiktest. Gronkh ist so laut. Die Rede zu laut. Okay. Musik? Ich höre gar nichts. Muss ich eine Taste drücken für? Ah, muss Taste drücken. Ah. Voll ab, geht voll ab, es geht voll ab. Okay, wir starten einfach mal. Haben sich echt Mühe gegeben. Okay, es geht los, da sind wir. Ich finde so die Bewegung in dem Prince of Persia, glaube ich. Ja. Ah, da muss ich dahin drehen. Kann man auch irgendwie. Also kann man eine Waffe ziehen, okay. Die anderen Tasten sind nicht belegt, also hüpft man. Man hüpft gerade hoch. Hopp. Okay. Kann ich hier hoch dann? Ja, achso, kann man sich dann hochziehen. Ja, interessant. Kannst du einsammeln? Jetzt nicht so was nochmal. Okay. Da komme ich nicht dran vorbei. Alles klar, ich muss da, kann ich hier unten lang. So, noch was. Da falle ich gleich runter. Aha. Das ist ja mal doof. Hey, das heißt, ich muss ja irgendwie mit Anlauf hochspringen können.
Aha. Aber kann ich hier in der Mitte was machen? Nee, das nichts. Hup, toll. Habe ich erwähnt, dass ich so hübsche Spiele hasse? Also jede Art von hübschen Spiele. Egal, was, so wie man rumhüpfen muss, ist das Spiel durch bei mir. Und das hasse ich hier schon. Das ist schon scheiße. So. Das hasse ich schon. Oh. Nicht wegstecken, die Waffe. Nicht wieder wegstecken. Hallo, schieß doch mal. Hallo, nicht hüpfen, schießen. Was er dann schießt, endlich. Okay, dann kann er sich auch so langschleichen, oder? Ist die Waffe weg. Und dann? Komm ich trotzdem nicht dran vorbei. Kann ich hier irgendwas machen, um das auszukriegen? Keine Ahnung. Komm ich nicht hin? Da geht's wieder runter. Da geht's auch nicht weiter. Hat er irgendwas... Ne, hier ist nix. Muss ich hier durchkrabbeln irgendwie? Durchrollen oder so? Kommen wir nicht da vorbei. Ja, okay. Das ist schon mal nichts für mich. Über ein anderes Spiel. Ich kann sowas nicht. Das ist ja einfach zu viel gefummelt. Aber das war ja... Spiele, die doch recht bekannt sind. Ich meine, ich habe das auf Amiga schon gehabt. Bin mir nicht sicher. Aber leider nicht das Original. Aber jetzt habe ich das Original. Aber viele Jahre zu spät und ja. So. Ja, diese Kleber überall drauf, das ist echt schrecklich. Ich hätte das auch gar nicht mehr ab. Das Spiel hat 129 D-Mark gekostet. Einmal. Warum liegt das hier irgendwie angezeigt? Hier, da. $130. Das wäre jetzt glaub mit Inflation und so mehr, glaube ich. Ne? Das wäre locker 150 Euro oder so. Wenn es neu wäre, neu produziert würde. Naja. Aber ja. Was haben wir denn noch? Achso, dann kommen wir ja nochmal hier Columbus als. Das machen wir noch in dieser Folge. Einmal hier die Cartridge testen. Wir haben das Spiel hier, das war auf der Konsole. Mitgeliefert, aber wir testen mal die Cartridge aus, ob die funktioniert. Ja, mal ausprobieren hier so. Und mal einschalten. Hat auf der anderen Cartridge ja nicht funktioniert. Ah ja, okay. Das sieht schon mal passungsvoll aus. Arcade-Modus, klar. Das erinnert mich an Tetris. Easy, ja. Start einfach. Ja, das ist ja so Tetris-Variante, ne?
Okay, kann man dann auch irgendwie drehen? Ah, man kann die Position der Farben wechseln. Okay, muss man ja wissen. Okay. Oh. Kommt man hier so aufeinander? Okay. Ja, schon ein bisschen anspruchsvoller. Alles klar. Ach je. Dann tun wir die in die Mitte. Und dann haben wir einen roten. Blauen. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich mich selbst gearscht, glaube ich, oder? Ah. Ist egal, wo ich den tue. Man muss ein bisschen mitdenken, ne? Das ist ja noch nicht mal so Stärke denken, ist ja ärgerlich. Schon ekelhaft irgendwie. Hm, kann ich überhaupt nichts anfangen mit denen. Ah, jetzt hätte ich das mit anfangen können. Ach, scheiße. Nee. So. Aha. So läuft. Ja. Nein, ja, falsch gemacht. Ach, ich Trottel. Ah, man kann auch diagonal. Interessant, da muss es in die Mitte, ne? Ja, geht auch. Ah, sehr gut. Ah, wie gemein. Also. Genau. Dann mit Grün und Roten. Können wir alle nicht so gebrauchen, nicht so wirklich. Können wir irgendwas hier so hin? Ja. Und dann können wir den roten da rein tun. So. Hey, wer ist so schnell? Was soll denn das? Nicht so schnell werden. Was soll denn das? Huch, drei rote. Verschwinden ja gleich automatisch. Da kann ich nichts mehr anfangen. Hat das gemeint jetzt so schnell? Ich bin nicht so schnell. Oh Mann, ich kann nicht so schnell denken. Mein Gehirn ist alt. Das wird zu viel gemein jetzt. Das ist hartes Mobbing. Ach man. Wie soll denn das gehen? So schnell ist. Keine Ahnung, wie das jetzt laufen soll. Das ist zu schnell. Das ist mir einfach zu schnell. Einfach zu schnell ist es mir. Oh man. Oh, hätte ich noch oben packen müssen. Ja, habe ich geschafft noch. Gemein. Das links noch geschafft. Was ist das? Was ganz Neues? Ah, okay. Ach, das ist ein grüner. Oh nein, was habe ich gemacht? Ich habe falsch gemacht. Okay, oh Mann. Das ist fies. Das muss ja echt auf Zack sein, das schnell hinzukriegen. Das ist echt fies. Oh, falsch. Ich wollte es nach oben haben. So. Wohin? Oh, den wir in der Mitte haben müssen. Okay. Oh, den ich da raussetzen müssen. Ich bin so ein Held. Oh, Mann. Wow. Nach unten haben müssen. Bin einfach nicht schnell genug. Egal. Gehen wir auf. Zu Ende. Haben verloren. Mache jetzt nichts mehr. Oh, ich hab mal Glück. Ich habe schon mich Niederlage gesehen. Aber. Hat geklappt. Ah, Mist. Hm. Ah, hier in der Mitte haben wir es. Oh gut, hier geht's auch. Glück gehabt, einfach mal.
Ah. Nein! Ah, nein! Verloren. Ich habe aber, okay. Das ist echt schwer, das ist herausfordernd. Das wäre nachher in diesem normalen Geschwindigkeitsmodus geht das ganz gut. Aber dann, wenn er noch schneller wird, ist fies. Das ist fies. Okay. Ja, habt euch wohl. Dann machen wir jetzt mal wieder eine Pause und gucken, was wir als nächstes ausprobieren. Haben wir noch eine Karte da zum Testen? Ja, eins haben wir dann noch. Okay, dann bis demnächst. Ciao, euer Jockel. Ah, ja.